Ja, willkommen zu meinem neuen Video. Das hier ist jetzt das letzte Video 2017 und in diesem Video möchte ich einfach mal so einen kleinen Abschluss bringen, einfach mal so ein bisschen erzählen, wie ich das letzte Jahr empfunden habe und gerade auch bezüglich YouTube, ja, auch so ein bisschen über meine Vorsätze reden, weil das machen ja ganz viele und das habe ich auch letztes Jahr schon gemacht, das ist eine coole Sache und deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal, ne? Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit dem Wesentlichen an, nämlich mit YouTube, weil 2017 ist ja auf YouTube total viel passiert und irgendwie total viel Scheiße. Wenn ich mir überlege, ich habe in meinem letzten Video 2016, kurz vor Silvester, habe ich ja auch einen Jahresrückblick gemacht, wie gesagt. Und da habe ich gesagt, für YouTube ist 2016 the year of shit gewesen. Hätte ich gewusst, was 2017 auf uns zukommt, dann hätte ich mich da zurückgehalten. Weil 2017 ist für YouTube echt noch katastrophaler gewesen. Irgendwie ist YouTube nicht mehr das, was es mal war. Erst war ja die Adpocalypse, dann konnten sich plötzlich Leute in die Trends kaufen. Bibi hat Gronkh überholt. Dann doch wieder nicht. Das ist eigentlich schon eine Katastrophe. 2017 hatte ich mir ganz viele Vorsätze gemacht. Und wieder mal nicht alle eingehalten. Und es ist ja wirklich so, man hält ja seine Vorsätze im Grunde, man macht ja sich eigentlich Vorsätze, um sie nicht einzuhalten. Das ist wirklich so. Ich habe mal gelesen, nur 12% aller Vorsätze werden im Durchschnitt eingehalten. Das ist viel zu wenig eigentlich. Ne, da siehst du mal, was ist denn das, was die Menschen für faule Schweine sind. Aber das ist wirklich so. Zum Beispiel, ich hatte mir vorgenommen, das hatte ich auch in dem Video erzählt, habe ich mir den Vorsatz gemacht, mehr schwimmen gehen, ne? Mindestens einmal die Woche und wenn nur sonntags oder samstags. Und ich weiß nicht, also ich bin in keinem Jahr zuvor so wenig schwimmen gegangen. Also bin ich mit meinem Vorsatz sogar ins Minus gegangen. Wirklich, ich bin einmal schwimmen gegangen in der Badeanstalt und einmal am See. Und da war ich nicht mal schwimmen, da war ich nur mit den Füßen drin. Traurig, oder? Ich habe auch ein paar Vorsätze eingehalten, das muss man sagen. Also ich habe mehr Vorsätze eingehalten als je zuvor. Zum Beispiel hatte ich mir vorgenommen, gesünder zu essen. Das habe ich tatsächlich gemacht, gerade auch so gegen Herbst habe ich ganz viel gesunde Sachen gekocht. Und auch Wasser trinke ich in letzter Zeit öfter, weil am Anfang des Jahres habe ich nur Energy Drinks gesoffen, habe mich richtig... Boah. Kennt ihr das, wenn ihr eure Galle auskotzt? Das hatte ich gerade, keine Sodbrennen oder so. Im ersten Halbjahr 2017 habe ich total viel Energy Drinks gesoffen und habe teilweise echt Nierenschmerzen schon gehabt. Und dann habe ich mich umentschieden, scheiß drauf, trinkst du ein bisschen öfter Wasser, habe ich gemacht. Also den Vorsatz habe ich eingehalten. Und auch rausgehen wollte ich mehr, habe ich auch gemacht. Für meinen Geschmack noch nicht genug, aber ich bin echt öfter draußen gewesen als letztes Jahr. Nicht? Und ja, natürlich, also ein paar Vorsätze hat man schon eingehalten, aber man hält halt echt nicht alle ein, ne? Also das ist aber auch nicht schlimm, weil man will sich ja auch nicht unter Druck setzen, ne? Ja, und auch dieses Jahr habe ich wieder Vorsätze zum Nicht-Einhalten mir gemacht. Zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, ist das ein Vorsatz? Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr die 200 Abonnenten zu erreichen, weil ich habe ja letztes Jahr... war mein Vorsatz, 2017 vielleicht die 200 Abos zu knacken. Hat nicht ganz so funktioniert. Jetzt habe ich 150. Als ich das Video gemacht habe, hatte ich 120. Also es hat nicht ganz so geklappt. Schade eigentlich. Wäre cool gewesen. Aber das ist ja gar kein Vorsatz eigentlich, ne? Das ist nur so ein Wunsch. Eine weitere Sache, was ich mir für 2018 wünsche, ist auf jeden Fall den Führerschein zu machen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Dazu natürlich einen vernünftigen Job. Weil irgendwie muss man das ja bezahlen, ein Auto und ja, generell auch mehr draußen machen, mehr reisen, mehr wandern. Wenn ich ein Auto habe, dann wird das ja relativ einfach, beziehungsweise dann bin ich nicht mehr so gebunden. Und also ich bin da auf jeden Fall zuversichtlich. Einen Englischkurs möchte ich auch machen, um meine Englischkenntnisse aufzuwerten, weil die sind ja jetzt auch nicht so geil. Und verreisen, das ist auch so eine Sache, das habe ich mir vorgenommen für 2018, dass ich irgendwo hin will. Also ich weiß nicht, vielleicht Urlaub in Österreich machen oder was auch eine Überlegung war von mir, ist das einfach mal so eine Woche nach Norwegen.
Oder Schweden, das ist nicht ganz so teuer. Irgendwie nach Skandinavien, da hätte ich irgendwie Lusten drauf. Aber das ist nur so eine Idee, so eine Überlegung. Und generell, man nimmt sich, ich habe auch viele kleine Ziele mir genommen. Aber die sind alle so langweilig und uninteressant, da brauche ich gar nicht drüber zu reden. Ja, also das ist mit den Vorsätzen immer so eine Sache, man will immer viel, aber man macht dann nicht viel. Genau. Das war's eigentlich, ist gar nicht so viel, ne? Englisch, Führerschein, Auto, bisschen Urlaub, mehr Leute kennenlernen, mehr rausgehen, mehr machen. Natürlich mehr kochen, das ist auch ein Vorsatz, den ich mir genommen hatte. Weil ich finde, Kochen ist voll geil. Ich koche gerne, ich kann das auch eigentlich. Und ja, das war's eigentlich. Das waren so die großen Vorsätze, die ich mir genommen habe. Und natürlich vernünftig Geld verdienen. Und ja, ist gar nicht so viel, ne? Aber das reicht ja auch. Ne, manche, die machen sich da so eine riesige Liste und dann wundern sie sich, wenn sie das nicht einhalten. Und ich mache mir eine ganz kleine Liste und wundere mich trotzdem, warum ich es nicht einhalte. Schreibt's mal in die Kommentare. Das ist eigentlich war's das, ne? Krass, ist gar nicht so viel. Ich habe mich da voll drauf vorbereitet. Boah, yeah, mein Video muss ich gucken, dass ich das alles unter einen Hut krieg, weil das Gameplay, das ist ja nur eins und es geht ja auch nur 11 Minuten und, oh scheiße, was ist, wenn ich dann wieder 30 Minuten rede, aber sind jetzt schon 11 Minuten und ich bin schon fertig eigentlich. Ich weiß, ist jetzt nicht so ein krasses Video, ist jetzt auch nicht so groß, aber in letzter Zeit ist auch meine Motivation für YouTube einfach nicht vorhanden. Ich weiß nicht. Bei mir ist das ja so, ich bin ein Phasenmensch und zum Beispiel am Anfang des Jahres 2017, da war ich richtig motiviert, da hatte ich richtig Bock auf YouTube. Und jetzt ist wieder so eine Phase, wo ich überhaupt keinen Bock habe. Also Bock schon im Sinne von YouTube-Videos hochladen, aber ich weiß nicht, so die. Man versucht dann ein Video zu machen und das wird dann scheiße. Und dann klappt es irgendwie nicht und dann versucht man ein Commentary zu machen und man scheitert 10 Mal und irgendwie passt das nicht. Also ich muss echt in so einer YouTube-Phase sein und das ist gerade nicht der Fall. Das wird sicherlich in ein paar Wochen wieder weg sein und dann werde ich wieder Bock auf YouTube haben, aber das ist echt so bei mir. Ich bin halt echt so ein Phasenmensch. Ne, manchmal zum Beispiel auch, das ist bei mir bei allen Sachen so, gerade auch bei Gaming habe ich das und das ist auch das Problem, warum ich es auch mit YouTube gerade, warum auch YouTube gerade nicht so funktioniert für mich. Und warum ich dann immer beim Commentaries machen so verzweifle, weil YouTube und Gaming, das ist ja bei mir so ein bisschen gekoppelt, weil ich mache ja Gaming-Stuff. Und wenn ich keinen Bock auf Zocken habe, dann kann ich ja auch keine Videos machen. Und das ist auch so ein Problem in letzter Zeit. Also ich habe überhaupt keinen Bock auf Zocken. Gerade jetzt, ich habe PUBG für mich entdeckt, meine große neue Liebe, neues Lieblingsspiel und erstmals auch Leute, mit denen ich zocken kann, aber kein Bock. Kein Bock. Und ja, das ist bei mir echt so phasentechnisch. Und jetzt in letzter Zeit läuft das irgendwie nicht. Ich gebe ja immer mein Bestes. Und ja, das war's so von mir. Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr euch vorgenommen für das Jahr 2018? Habt ihr euch überhaupt was vorgenommen? Feiert ihr Silvester? Schreibt einfach mal, was ihr zu dem Thema denkt, in die Kommentare. Das wird wahrscheinlich wieder keiner machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um mega coole Videos zu sehen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Freut euch auf mein Tutorial. Es wird die Tage ein Tutorial geben, weil ich hatte total Bock, irgendwie ein Tutorial hochzuladen. Zu machen. Hochgeladen ist es ja noch nicht. Guten Rutsch ins Jahr 2018. Sauft euch die Birne zu. Wenn ihr irgendwas Krasses zum Explodieren bringt, dann rennt vorher schön weit genug weg, nicht, dass ihr euch in die Luft sprengt. Ja, frohes Neues, ne? Bye.